So, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Street Artist Behind Glass, zu einer neuen Ausgabe am heutigen Tag. Wolfgang ist, das haben wir vorhin schon eruiert, inzwischen schon gute 30 Stunden mit seinem Großprojekt, wenn man das mal so nennen möchte, und das möchten wir, tatsächlich beschäftigt. Wir erinnern uns vielleicht alle, hier hat alles angefangen. Über das Pferd und seine Beine ist es weitergegangen. Ross und Reiter hat er fertiggestellt, hat sich dabei auch ein klein wenig Zeit für die Details genommen. Und wir gehen jetzt einfach mal ein paar Meter zurück und lassen das Ganze mal so, wie es ist, auf euch und uns wirken. Ihr seht neben diversen Untoten Ross, Reiter und auch dem Ritter hat schon ein großer Drache an der Wand Platz genommen. Ein paar Stalagmiten sowie ein himmlischer Hintergrund haben inzwischen auch schon zugeschlagen. Und Wolfgang spielt sich hier unten mit ein paar kleinen Details. Es bleibt schon fast anzunehmen. Er vermisst ein kleines bisschen das Tätowieren. Das merkt man schon an der Pinselhaltung. Schön wär's. Okay, Wolfgang, du hast nämlich Text eingefügt. Magst du uns zu dem Text, den du da gerade am Ausmalen bist, ein bisschen was erzählen? Ja, da habe ich mir irgendwann nur gedacht, als ich den großen Verteidiger, Verteidigerin da hier eingefügt habe. Wie gesagt, ein bisschen was Positives hin muss, dann kann ich es gar nicht sein lassen und ein bisschen albern werden. Musste dann irgendwie auch leider dazu. Und habe denen dann erstmal eine Tattoo-Maschine als Waffe an die Hand gegeben und angefangen, hier Sprüche drauf zu klatschen, wie natürlich, dass der Templer sich niemals ergeben wird und solange das Blut fließt, soll auch die Tinte fließen. 1000 Stiche von 1000 Nadeln sollen dich unverwundbar machen und da kommt noch mehr hin. So mögen deine Linien knackig sein und dein Schwarz so schwarz wie die Leere. Also alles, was halt irgendwie zu einem Tätowierer Paladin, so wie ich es mir das vorstelle, irgendwo passt. Und der wird nicht alleine bleiben, also er ist nicht der Einzige, der noch hinkommt. Jetzt steht er noch allein auf weiter Flur. Aber der kriegt noch Freunde, da wo jetzt noch grau ist, kommt demnächst ein Heer hin. Gegen Corona steht man ja nicht alleine. Und gegen den sonstigen Mist selten auch. Jo, ich würde sagen, das zeigt einmal mehr, dass da doch neben ganz viel Tod, Untod und ganz viel beeindruckendem Hintergrund, auch tatsächlich hinter dem Hintergrund auch noch ein sehr tiefgehender Hintergrund steckt. Und wenn wir uns mal hier ganz kurz zu Gemüte führen, was wir hier noch an der Wand alles vorskizziert haben, dann denke ich, dürfen wir durchaus gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht noch ein kleines Detail, das wir euch an der Stelle gar nicht vorenthalten wollen. Das, was wir hier an der Wand sehen, entspringt zu 100% nur Wolfgangs kranken, genialen, wie auch immer, Genie. Da ist nichts mit einem Tageslichtprojektor vorskizziert worden. Das ist alles komplett freihand mit einem Bleistift an die Wand skizziert und genau so dann hinterher auch gemalt worden. Wir lassen euch dann in diesem Zusammenhang auch schon wieder für heute in Ruhe und würden uns sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Schönen Abend und gute Nacht.